hallo. Jetzt oder nie! Zu einem neuen Let's Play. Ja, wie ihr seht, ich habe schon angefangen. Ich habe schon einen Part aufgenommen. Das war dann aber ein Fail, weil ich vergessen habe, mein Mikro anzustellen. Ja, wirklich unglaublich schön. Dafür habe ich jetzt schon mal die ganzen Einstellungen gemacht und kann sofort loslegen. Ja, dann nehme ich das sozusagen als Testaufnahme. Fangen wir einfach mal an, ne? Ja, klar. Auch schwierig, hatte ich mir auch überlegt. Weil, ja, ein bisschen Herausforderung muss das sein, hallo. Das Gute ist... Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch... Oh, shit, jetzt... Hey, Artyom, naja, stopp. Als du die Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Tja, ich werde das... stopp das mal und lest euch das durch, das sind Buchabschnitte. Ich habe das Buch auch gelesen und das Buch fand ich sehr schön. Also, es war gut erzählt. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Wirklich gut gemacht. Was denn? Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Oh, ich glaube, ich sollte jetzt zu dir laufen. Du deckst mich, das ist wirklich freundlich von dir. Na cool, kann ich das verschließen. Geil. Öffne das Tor, ich gebe dir Deckung. Das lässt sich jetzt sogar automatisch öffnen. Ah, doch. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Ja. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Ja, hier. Bitteschön. Lieber Miller. Hier hatte ich... Ja, was ist das? Ah, genau. Ja, hier hatte ich mich schön aufgeregt. Wegen dem Kack hier. Ach, hier sind noch mehr Munition. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Gebumst. Ist da was? Drücken Sie Leertaste zum Ziel. Ja, kenne ich was. What the? Ne, nicht schön. Okay, das ist die AK, aber den nehme ich jetzt nicht mit. Ich könnte doch irgendwie da die Munition rausnehmen, oder? Mit F? Oder wie war das? Zack. Null Schuss, nachladen. Ja, okay, dann eben nicht. Und danke, okay, dass der mich so erschreckt hat mit dem Licht. Ja, auf nach oben. Ab in die abgekackte Scheiße, ey. Anscheinend kann er zu Hause. Ja, das ist. Hoffentlich bleibt es auch so. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Trocken. Ja, okay, zieh ich an. Ja. Wir sind fast da. Oh. Dies ist das. Zusammen. Ja, an vielen Orten, insbesondere an der Oberfläche, benötigt man zum Überleben eine Gasmaske. Beginnt Ihr Charakter zu husten, müssen Sie G drücken, um die Gasmaske anzulegen. Nehmen Sie die Gasmaske wieder ab, indem Sie G gedrückt halten. Um zu sehen, wie lange der Filter noch hält, können Sie auf Ihre Uhr schauen, indem Sie T drücken. Genau, T wie Uhr. Ganz logisch. Wieso ist mein Filter so am Arsch? Lade deine Waffe! Ah, noch 15. Da kommen sie! Stirb! Hässliches Scheißding. Wow. Wow, shit! Musst du ein Medipack benutzen? Ja, meine Mutter muss ein Medipack benutzen. Versuchen wir es mal mit sie! Ich bin overpro-skilled. Mega-Freak, Junge. Ich werde nicht verletzt. Bereit? Steckst du von mir? Oh, komm mal, Jump. Oh, hast du Muskeln. Oh, geil. Raus hier. Liegt hier noch was? Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Ja, irgendwie würde ich gerne weitergehen. Kommen!
Ullmann, bitte kommen. Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Boah, was ich richtig... Verstanden. Boah, halt's Maul. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Ende. Gehen wir. Die anderen, was ich ein bisschen blöd finde, zu zielen musst du gedrückt halten. Das finde ich ein bisschen doof. Genau wie beim Ducken, das musst du auch gedrückt halten. Das bin ich noch ein bisschen, ist für mich ein bisschen ungewohnt. Ah, und da sind sie. Oh, da. Oh, shit. Nice. Ja, sagt jetzt noch mal einer was? Nö, ja, wieso auch? Reden, es wird überbewertet. Ich bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Was Gutes. Ja, wirklich. Schön. Fiel dir deine Kreis? Oh, geil. Seht ihr das da hinten? Ach du. Ruhig bleiben. Okay. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Okay. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Scheiße! Feuer frei! Alter, verreck doch! Wie fällt das bis aus? Okay, komm, Schiff. Gut. Oh, 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 oh. Meine Fresse! Okay, das ist tot. Nachlang. Nachlang, nachlang. Alles super. Ah, shit, ey! Jetzt mal ehrlich, hier. Ah, oh Gott! Oh Gott, was zur Hölle! Oh, sind die Viecher hässlich. Oh nein. Okay. Renn. Renn. Ja, renn bitte. Oh. Holy moly. Der hat Power. Check, check. Oh, okay. Ja, der hat anscheinend irgendeinen Typen von sich. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ja. Hier hätte ich den Part schon Schluss gemacht, aber da ich ja jetzt das sozusagen ein bisschen durchgerusht habe, ja, geht's jetzt für mich auch wieder blind weiter. Nee, ich will es sehen. Geh weg. Der Creme. Glaube ich. Ich bin da nicht so bewandert, aber doch, das müsste da sein. Oder ein Kremlturm. Der Kreml hat ja mehrere Türme. Sieht aber so aus. Oh, New York. Venedig. Ah, da lebe ich nicht. Aber da auch nicht. Wo war es nochmal? Keine Ahnung. Man sieht nie das Gesicht von den Artyom, von den Hauptprotagonisten. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Apropos, ich erzähle jetzt erstmal so ein bisschen was über das Spiel. Das spielt halt im Jahr 2033, deshalb Metro 2030. Höhö, sehr logisch. Oh. Und nach einem Atomkrieg haben sich die Menschen halt in die Metro, also das U-Bahn-System, geflüchtet. Ja. Kann ich eigentlich die Dinge auch so... Sachen nehmen, oder?
Das ist nicht möglich. Ich schätze mal nicht. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht. Alex. Jetzt nicht. Ja, Nikolai. Was haben Sie? Aber ich habe Messer, oder? Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was kann ich jetzt noch sagen? Sie werden uns alle umbringen. Schön, dass du so optimistisch bist. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Oh, werden wir sehen. Sergei! Habt ihr meinen Sergei gesehen? Sergei! Hallo, Artyom! Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Müssen wir noch lange warten? Ey, das Kind hatte gar keinen russischen Akzent. Außenseiter, Außenseiter. Mein Bruder ist im Krieg. Was ist mit Alex? Petro. Er war am Außenposten. Der hätte sagen müssen, Mamach. Mamacha. Mamuschka. Ah, du bist es. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber... Ja, ich mag die Katze. Er lebt noch. Komm herein, Alex. Hallo, ah, hi. Kennen wir uns? Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Oh. Zwei sind heute Morgen gestorben. Ja, die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Die sehen alle nicht so gesund aus. Aber... Komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Nein, bleiben Sie von mir weg. Oh, die scheinen ja irgendwie ein bisschen am Arsch zu sein, ne? Was zum Teufel? Wer kann das sein? Ich glaube, wer wohl. Motus ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Oh, sexy Bart. Oh, hi. Willkommen, Hunter. Oh, ein Geschenk. Danke. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, hi. Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Ach, und ich muss stehen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das ist aber nett. Oh, die will ich haben. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Wenn es feindlich ist. Die Schwarzen töten. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen verarschen? Von oben. Das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Da Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, los, wo die Stelle eine Waffe. Ja, okay, und woher? Oh, da. Artyom, hol dir eine Waffe. Hol dir eine Waffe. Zum mit den Tasten 1, 2, 3, 4, 4 und 5 oder mit dem Mausrad zum Auswählen. Und LMT, um die Auswahl zu bestehen, können Sie die verschiedenen Waffentypen auswählen. Ein Messer steht Ihnen immer zur Verfügung. Benutzen Sie es, wenn Ihnen die Moon mal ausgeht. Das scheint ja die Währung zu sein. Ha, aber da ich so nett bin, hier wird es dann auch enden. Ja, bis zum nächsten Park. Tschüss.